Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von XCOM 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir müssen heute wohl eine Mission mit einem unterbesetzten Team beginnen. Oh. Doch nicht. Gekauft. Was ist denn für ein abgefahrenen Helm? Wir sollten mit dieser Kellnerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Okay. Schwarzmarkt ist jetzt aber nicht unser Ziel, sondern der Vergeltungsschlag. Attacke. Oh, immer dieses Inventar hin und her räumen. So, du bist neu. So, Ausrüstung und Rüstung ist freigegeben. Wieso trägst du noch eine? Da steht denn dran, wenn wir drüber gehen. Entfernt sämtliche Ausrüstung und Gegenstände von allen Soldaten, die nicht im aktuellen Einsatz ausgewählt sind. Sehr gut. Weste, Klinge. Können wir dir noch eine Rüstung anziehen? Eigentlich müssen wir jetzt noch eine haben. Wie, wir haben noch zwei. Ja, dann von mir aus gerne. Wusste ich nicht, dass wir schon drei davon haben. Zwei Granaten, Raketenwerfer, Medikit. So, bessere Munition, bessere Munition, bessere Munition. Klicken wir mal durch wegen der Waffen. Verwundete, keine besondere Waffe, keine besondere Waffe, keine verwundete Waffe. Nee, deine Waffe brauchen wir auch nicht. Die hätten wir aber ganz gerne. Okay, haben wir nicht noch ein Scharfschützengewehr mit Dings drauf? So, erstmal hier nochmal. So, wir haben noch irgendwo noch ein Scharfschützengewehr. Die zum Einsatz. Ach, wir haben wieder drei Scharfschützen dabei. Okay. Zwei Scharfschützen, einer der nichts kann und drei mit dicker Rüstung. Alles klar, starten wir den Einsatz und zeigen den Aliens mal, was wir von ihrem Vergeltungsschlag halten. Skyranger, wir sind da. Alles läuft nach Plan. Und Attacke. So, willkommen im Einsatz und dann schauen wir mal, was für nette Gegner hier uns hier heute erwarten. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Geht klar. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Bin schon unterwegs.
bitte Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Scanne Gebiet. Okay. Na, oh, dann auch mit Glück die richtige Seite bekommen. Bin dabei. Na? Ja. Ah. Da stirbt gerade irgendwo ein Zivilist. Oder da übergibt sich gerade so ein Käfer-Alien. Das könnte auch sein, so wie das klingt. Okay, komm schon. Ja, da hinten wird jetzt irgendjemand... Das müsste ein Roboter gewesen sein. Heidi Jakobsen hat es erwischt. Die Arme. Hätte sie sich mal gewehrt. Wir verzeichnen schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Ja. Darum sind wir hier. Wechsle Position. Hallo, Käfer. Käfer-Boom Nummer 1. Panzerung getroffen. Huch, eigentlich wollte ich auf die anderen erstmal schießen. So, aber haben wir schon mal einen weniger. Na, was sagt ihr dazu? Wuhu. Gut, wenn du keine Feinde siehst, läufst du ja weiter nach vorne. Sehr schön. Von der Rüstung abgeprallt. So, Kamera einmal drehen, damit wir uns nicht verlaufen hier. Huch. Konzentriere dich. Ja, Nahkampfangriff ging nicht. Dann machst du das mal. Sehr schön. Und Rüstung zerschreddert. So. Wie viele waren das jetzt? 2. Du hast zwar geschossen wie für 100, aber es waren nur 2. Ja, ja. Jane Hyers. Und ich muss unbedingt mal diese Steam-Benachrichtigung ausschalten, die da unten immer aufploppen. Bin dabei. Okay, bin unterwegs. Los geht's, lauf, lauf, lauf. Wird gemacht. Jetzt komme ich. Oh yeah. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Oh, Gesichtsloser. Natürlich schön, dass er sich so früh zeigt. Abby Wilson, die Schwester von Wade Wilson. Oh, Deadpool wird nicht glücklich darüber sein. Oh, oh. Oder von Slade Wilson? Hm, wer weiß schon. Auf jeden Fall einer der beiden wird sich jetzt sehr, sehr angepisst fühlen, glaube ich.
Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Sei still. Das Gequatsche von Sandwell kostet unglaublich viel Zeit. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir ihn treffen. Oh, da hat er ein kleiner Hüpfi gemacht und ist einfach umgefallen. Oh. Du warst kein Gegner für mich. Oh. Schon unterwegs. Bestätigt. Überwachung läuft. Alles klar. So, gehen wir mal ein paar Schritte schneller voran. Schauen, ob er so schlau war. So, hoch aufs Dach mit dir. Du darfst auch hoch. So, du rückst langsam mal nach. Bewegung, Bewegung! Genug gewartet. Sie müssen jetzt verschwinden, los! So, drei Leute schon gerettet. Gebe Feuerschutz! Hier ist was im Boden. No! Oh. Blöd, dass ich mich gerade in die andere Position, Richtung positioniert habe. Mit Schmackes. Fehlschuss. Wie geil. Die Fähigkeit ist voll super. Klingsturm ist mal cool. Huch. Handy ist schon wieder dort. Wechsle Position. Biete so. Feuerschutz. Russia. Bleibst erstmal hier schön ruhig in Position. Auch. Bestätigt. Überwachung läuft. Volle Deckung, sehr natürlich. Schön. Mir entgeht nichts. Nachladen und Feuerschutz. Dann mal los. Bestätigt, Überwachung läuft. So, und du bleibst auch, weil da ist noch so ein Käfer am Start. Yo. Das war mal das Wohnmobil. Hallo Käfer. Oh, und Pistole? Pistole trifft eigentlich immer. Das war echt gut. Der Banner da ist cool. Alliant, nein, danke. Ja, was ist da? Der Widerstand hat alles daran gesetzt, die Leute für ihre Sache zu überzeugen. Doch es ist ein aussichtsloser Kampf, wenn einem die Advent-Propaganda 24 Stunden am Tag ins Ohr flüstert. Na los, zeigt euch! Ist es auch sicher?
Bin dabei. Sicher ist hier nichts. Ich rücke aus. Nur damit das klar ist. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. Ja. Und los geht's. So, Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Und noch mehr Feuerschutz. Los, zeigt euch. Wir haben lange nichts mehr gemacht. Zu Befehl. Das finde ich sehr merkwürdig. Worauf warten Sie? Weg hier! Scanne Gebiet. So, dann geh halt da doch hoch und hol die beiden Leute da raus. Kick die Tür auf und kletter da hoch. Und befreie die armen Zivilisten. Na los, verschwinden Sie von hier! Status bestätigt. Zivilist in Sicherheit. Scannergebiet! Biete Feuerschutz! Wo sind die Aliens? Ah, da hinten. Deckt meine Flanke! Sehr schön. Diese Rüstung ist stark. Das ist wohl wahr. Ah, wieder so ein Schildmacher. Stirb, Schildmacher. Oh nee, jetzt haben wir auf die anderen erstmal. Okay, der ist auch tot. Alles gut. Nicht schlecht. Na, auf wen wird jetzt geschossen? Ach, er schießt auf hilflose Zivilisten. Na? Rakete unterwegs! Und Schuss! So, keine Deckung mehr, keine Rüstung mehr. Ja, minimaler Schaden müsste reichen bei ihm. Sehr gut. Nicht schlecht. Und dich sollten wir damit auch haben, mein Freund. Tschüss, großer Roboter. War schön, habt ihr das gesehen? Dich getötet zu haben. Von oben ist voll praktisch, können wir noch mal nachladen. Nachgeladen! Gebe Feuerschutz! Legen wir endlich los! Waren trotzdem noch nie alle. Bitte Feuerschutz! Gehen wir erstmal vorne hin und laden mal nach. Tada! Ja, der Käfer ist doch noch da. Bin dabei! Mir entgeht nichts!
Go, 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 nach vorne. Dass wir den Kackkäfer da hinten irgendwie ausgraben. Dann mal los. So, Waffe voll. Scanne Gebiet. Gebe Feuerschutz. Jetzt komme ich. So, gucken wir hier nochmal das Haus. Alles sauber. Bin dabei. Bin dabei. Krasslicher Typ. Ah, jetzt wollt ihr beide was, oder? Der krebt sich wieder ein. Es fehlt nach 12 mittags und ich gähne. Bist du bescheiden, ne? So. Leider nicht, leider nicht. Muss mich zusammenreißen. Nicht schlecht. Macht jemand Striche? Zu Befehl. Bin dabei. Begebe mich zu dieser Position. Bin dabei. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Bewegung, Bewegung! Go, go, go! Mir entgeht nichts. Hier ist was im Boden. So. Alle schießen daneben. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Die Scharfschütze da hinten. Jawohl, und die andere auch nochmal. Nein, wieso erschießt du den Baum? Der letzte Scharfschütze. Komm schon. Und niemand konnte die Zivilisten retten. Ah, Klingsturm, sehr gut. Geiler Typ. Feind terminiert. Der ist so cool mit dieser Konterattacke, die er hat. Und wie es scheint, war es das für diese Mission. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Und weiter geht's. Menes 1. Wup, wup, wup. Und wir sind wieder zu Hause und das ist niemand verwundet froh, worden. Ich bin froh, wenn unsere Einheiten ohne Verluste zurückkehren. Besser hätte es nicht laufen können. Und wieder ein Scharfschütze mehr. So, Abschusszone. Ja, das war das Coole, dieser Kegel, wo man auf alle schießt. Ja, hier wieder diese komischen Leichen und kein Loot. Ah, jetzt haben wir aber so eine Leiche. Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Ja, geiler Typ, gute ne? Gute Arbeit. Achtung, Commander, wenig Wissenschaftler. Wenn Sie jemanden mit wissenschaftlicher Begabung finden, schicken Sie ihn mir vorbei. Ich könnte Hilfe brauchen. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Gut, wir haben 3 Wissenschaftler und ganz viele Ingenieure, glaube ich. Ja, 6. Vielleicht sollten wir jemand anderen finden, der die Avenger fliegt. Ich werde keine Arbeit erledigt bekommen, wenn Bradford das Schiff nicht ruhig hält. So. Da müssen wir erstmal nach draußen. Errichte die Schattenkammer, ja. Und dafür brauchen wir erstmal einen Raum. Nicht jetzt.
Okay, man kann es kurz auf dem Schwarzmarkt fliegen und gucken, was es da so Tolles gibt zurzeit. Avenger berechnet neuen Kurs. Der Markt ist offen. Sektoiden, Gesichtslosenleiche und Schädelstecker. Das ist nicht der große Wurf, den wir gemacht haben. Wir können ja auf dem Schwarzmarkt auch kaufen. Der Markt ist offen. Ingenieur. Mehrlader. Montiere es auf deiner Waffe, um ihr wahres tödliches Potenzial zu entfalten. Klebeband nicht enthalten. Was genau tut es? Ein besseres Zielfernrohr. Nein! Okay. So, erstmal wieder zum Hauptquartier. Vielleicht gibt es hier noch einen Wissenschaftler, den wir kaufen können. Willkommen, Commander. Ne, Ranger. Okay, ich habe wieder irgendwelche Bildprobleme, warum auch immer. Genau. So, da wollte ich jetzt erstmal noch die Forschung oder den Bau zu Ende bringen, bevor wir dann mit der Mission da unten beginnen. Australien. Tada. Laut und deutlich. Nein, Name erhöht. Sehr schön. Neu-Indonesien. Gegenstände auf dem Schmarrnsal kosten 33% weniger Information. Kontakt herstellen. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. So. Energierelais und Verteidigungsmatrix auch nicht. Die Schattenkammer, aber da brauchen wir mehr Vorräte. Die müssen noch schnell wegzuräumen sein, oder? Zehn Tage. Yeah, geht das schnell. Jetzt ist das Ding leider voll weit weg. Der Schwarzmarkt, sonst hätten wir die Schattenkammer auch schon anfangen können zu bauen. Dann stellen wir hier erstmal den Kontakt her. PB, Munition, was auch immer das sein soll. Und Helirium. Forschung abgeschlossen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Plasmagewehr. Helium-Leitung, Ausgangsleistung, Energierelais erheblich. Servorüstung. Plasmagewehr. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. So. Was habt ihr denn noch zu tun? Stehe auf diesen Exo-Anzug. Bluescreen-Protokoll. Experimentelle Rüstung. So. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Dann gehen wir noch mal ein bisschen scannen. Eingegen Übertragung. Commander, der Widerstand hat neue Informationen zu Einsätzen
mit hoher Priorität. Einsatz ansehen. Oh, wir kriegen dafür einen Wissenschaftler. Aber diese Mission werden wir erst morgen anstreben beginnen. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal unser Team ausrüsten, damit wir dort angekommen sind. Und hoffe, wir sehen uns dann morgen in einer neuen Runde von XCOM 2. Ich wünsche euch alles Gute und bye bye.